Hafen von Piräus, einer der größten im Mittelmeerraum. Bei den unzähligen Fähr- und Frachtschiffen, die hier anlegen, fällt täglich viel Abfall an. Darum kümmert sich Byron Vassiliadis mit seiner Firma für Wiederaufbereitung. Mehrfach wurde der Umweltunternehmer für seine Ideen ausgezeichnet. Er kann auch nicht erkennen, dass die neue linke Regierung auch innovatives Unternehmertum fördern will. Dafür müssten zuerst die bürokratischen Hindernisse beseitigt werden. Genehmigungen für die Abfallbeseitigung dauerten Monate. Bis die endgültige Genehmigung von der Präfektur vorliegt, muss unsere Firma den Abfall liegen lassen. Wir werden also zum Nichtstun verdammt, obwohl wir nachprüfbar die Auflagen erfüllen. Derweil versucht Griechenlands Ministerpräsident Tsipras mit den Geldgebern in Brüssel neue Bedingungen für ein Hilfsprogramm auszuhandeln. Die Zeit drängt. Das Land steht ohne neue Vereinbarung vor der Zahlungsunfähigkeit. Die Stimmung auf Athens Straßen schwankt zwischen Hoffnung und Schicksalsergebenheit. Das ist jetzt ein taktisches Spielchen. Sie werden vielleicht heute noch keinen endgültigen Kompromiss finden, aber am Ende wird man sich einigen. Ich bin nicht sehr optimistisch. Die Regierung wird zwar ihre Ideen vorlegen, aber was hat sie denn in der Hand? Die Unsicherheit über die laufenden Verhandlungen zeigt sich mittlerweile auch an den Bankschaltern und Geldautomaten des Landes. Noch geben die griechischen Geldautomaten Bares aus, aber den Banken wird das Geld knapp. Griechenlands Sparer sollen zuletzt hunderte Millionen Euro täglich abgehoben haben. Kommt es nicht zu einer schnellen Einigung zwischen Athen und Brüssel, dann müssen Griechenlands Banken mit Notfallkrediten der Europäischen Zentralbank über Wasser gehalten werden. Vangelis Tagias ist Anhänger der Regierungspartei Syriza. Er will, dass Tsipras sein Wahlprogramm einhält und die Sparpolitik beendet. Gestern Abend demonstrierte der Angestellte gemeinsam mit tausenden anderen vor dem Parlament gegen die Sparauflagen, gegen die deutsche Bundeskanzlerin und für die neue Regierung. Die sollte nun aber endlich versprechen, wie die Erhöhung des Mindestlohns umsetzen. Wir brauchen Gehälter, die das Überleben sichern. 750 Euro im Monat reichen gerade zum Überleben. Und die Reichen sollten mehr Steuern zahlen. Einige von denen zeigen doch ihr wahres Vermögen gar nicht an. Tsipras harter Kurs gegenüber den Geldgebern kommt bei immer mehr Griechen an. Neueste Umfragen zeigen, dass die Regierung in der Wählergunst auf über 40% geklettert ist.